Hallo, herzlich willkommen zu Backen mit Globus und Sally. Heute gibt es einen Überraschungskuchen, denn es ist Valentinstag und ich werde heute den Murat überraschen. Okay, Murat ist nicht so der Romantiker, aber ich backe ihm trotzdem den Kuchen und dann gucken wir einfach mal, ob er ihm schmeckt. Der Kuchen, das wird ein Kastenkuchen und wenn man den aufschneidet, entsteht im Innern dieses Herz und dafür backt ihr im Prinzip zwei Komponenten, einmal einen roten Teig, einmal einen hellen Teig und dann wird alles zusammengesetzt. Für den roten Teig nehme ich 100 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, zwei Eier, die sind bereits auf Raumtemperatur, 150 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, 75 Gramm Milch und rote Lebensmittelfarbpaste. Ihr nehmt jetzt zuerst die weiche Butter, ein Handrührgerät könnt ihr natürlich auch nehmen. Und verrührt die weiche Butter mit dem Zucker und dem Salz und Vanilleextrakt. Und es dauert so etwa 4 bis 5 Minuten, bis die Buttermasse schön weiß-cremig ist. Und jetzt gebt ihr hier ein Ei nach dem anderen dazu und jedes Ei wird für etwa eine halbe Minute bis Minute eingerührt, damit die Masse schön homogen wird und euch die Buttermasse eben auch nicht gerinnt. Und hier ist wirklich ganz wichtig, dass die Eier zimmerwarm sind. Wenn sie nämlich jetzt zu kalt sind, dann bekommt ihr Butterflöckchen. Aber wenn euch das mal passiert, dann erwärmt die Masse einfach kurz oder fügt lauwarme Milch dazu und dann habt ihr das Problem auch nicht mehr. Kann ich hier Backpulver und Mehl vermischen und dann einfach noch die Zutaten hier zufügen, gemeinsam mit der roten Farbpaste und da wirklich immer Farbpaste nehmen und keine flüssige Farbe, weil die flüssige Farbe die Teigkonsistenz einfach zu sehr verändert. Pulverfarben sind nicht so stark, daher sind die Farbpasten wirklich perfekt. Und diesen Teig füllt ihr jetzt einfach hier in einen Backrahmen. Den habe ich jetzt auf die kleinste Einstellgröße eingestellt, also ein halbes Blech sozusagen. Und so backt der Teig einfach super schnell und ich kann später die Herzchen ausstechen. Schön glatt verstreichen. Und dann direkt backen. Der rote Kuchen ist jetzt gebacken und auch komplett abgekühlt. Jetzt nehmt ihr euch eine Kastenbackform. Ich habe jetzt hier eine aus Emaille und einen Herzausstecher. Und der Herzausstecher muss eben von der Größe her hier reinpassen. Der passt jetzt hier perfekt. Der Kuchen, der geht ja noch ein bisschen höher auf. Also wirklich die perfekte Größe. Und jetzt stecht ihr hier einfach die Herzchen aus. Diese Methode könnt ihr übrigens auch an Weihnachten mit Sternchen machen oder mit Tannenbäumen. Also ihr könnt wirklich im Prinzip das jetzt benutzen für alles Mögliche. Inside Surprise Cake. Und jetzt hier so viele Herzchen wie möglich ausstechen. Und dann mache ich in der Zwischenzeit hier schon mal nochmal den gleichen Rührteig, aber in doppelter Menge. Und diesmal nicht mit Vanilleextrakt, sondern mit Zitronenpaste. Dann habe ich im Innern einen Vanillekuchen, also die Herzchen schmecken nach Vanille und der Kuchen außenrum nach Zitrone. Das schalte ich schon mal an, denn dann bin ich schneller fertig. Natürlich müsst ihr hier die Farbe auch weglassen, damit der Kuchen nur im Innern rot ist, also das Herzchen. Jetzt fette ich die Emaille-Form mit Backtrennspray und da kommt jetzt direkt auf den Boden der Form etwas Teig bzw. Rührmasse
Da kommen jetzt die Herzchen rein, die habe ich hier jetzt schon gestapelt. Schön mittig reinsetzen. Hier außen lasse ich eine kleine Lücke, damit der Teig da hochbackt und die Herzchen von außen nicht sichtbar sind. Sonst wäre es kein Überraschungseffekt mehr. Und die kommen jetzt wirklich so dicht an dicht hier dran. Eins kriege ich noch rein. Ja. Und jetzt den restlichen Teig einfach außen rum. Und wie gesagt, gerade hier vorne und da hinten die Lücken füllen. Jetzt schön abdecken. Und dann kommt der Überraschungskuchen schon in den Backofen. Und nach dem Backen und Abkühlen wird er noch dekoriert. Jetzt ist der Kastenkuchen gebacken und bereits abgekühlt. Wenn ihr übrigens eine Form habt, die ihr normalerweise nach dem Backen stürzen würdet, dann müsst ihr die Herzchen natürlich andersrum genau reinsetzen. Bei mir ist jetzt hier nur ein bisschen was nicht ganz so schön, so ein bisschen über die Form hinausgebacken. Das schneide ich jetzt hier weg, damit ich hier auch einen schönen Abschluss habe, dass es da nicht so rüber guckt. Und dann kann ich den Kuchen direkt auf meine Servierplatte setzen. Hier kommt jetzt weiße Kuvertüre drauf. Ihr könnt natürlich aber auch den Kuchen einfach mit Puderzucker bestreuen. Dann sieht er noch unscheinbarer aus und wirklich dann erst im Anschnitt. Ich habe jetzt hier die Kuvertüre bereits geschmolzen. Dann nehme ich jetzt hier noch die gefriergetrockneten Früchte. Da habe ich jetzt eine Mischung mit Sauerkirschen und schwarzer Johannisbeere. Die sind ziemlich lecker und die zerkleinere ich und brösel sie einfach da noch so drauf. Und dann noch ein paar Zuckerherzchen und fertig ist der Valentinstagskuchen. Zuckerherzchen, die lasse ich jetzt doch weg, denn die beißen sich einfach mit der roten Farbe innen. Also belasse ich es jetzt hier bei den Früchten und lasse jetzt gleich den Murat probieren. Schatz? Ja. Heute ist Valentinstag. Okay, mit W, Valentin? Ja. Okay. Ich habe für dich gebacken. Okay. Ich freue mich immer riesig auf Valentinstag. Ja. Ja. Das ist Wir sind, glaube ich, so das unromantischste Ehepaar, was es gibt. Ja, also Valentinstag ist natürlich der Tag der Liebenden. Ja. Aber für uns ist das ganze Jahr das Jahr der Liebenden. Mhm. Können wir diesen Instagram-Filter haben, bitte? Hast du Knoblauch gegessen? Nein. Okay. Okay, vielleicht doch. Oh ja. Oh, okay. Hast du ja Knoblauch gegessen, ja? Ja. Okay, der Valentinstag ist schon wieder hinüber. Aber du hast was zu Valentinstag gemacht. Ja, ich habe gebacken. Und komm, yes. Ich habe einmal ein Geschenk von dir gekriegt. Das war zu unserem ersten Valentinstag, da waren wir noch nicht verheiratet. Das war ein Baum. Das war ein Bonsai-Baum. Und ja. Der steht drüben bei mir in der Küche. Genau. Ich bewundere ihn jeden Tag. Solange dieser Bonsai-Baum wächst und gedeiht, ist unsere Liebe... Gut. Gut. Genau. So, alles klar. Also liebe Liebenden und alle, die das Valentinstag feiern, mit W, du hast mir Kuchen gebacken. Ja. Okay. Oh, sollen wir ihn zusammen anschneiden? Ja. So wie bei der Hochzeit. Bei der Hochzeit machen wir es immer, gell? Ja. Und die Hand, die oben ist, die hat das Sagen in der Ehe. So. Ja. Dann halt nicht drücken, schneiden. Ja. Oh mein Gott! Ist das dein Ernst? Ja.
Backen ist Liebe. Sally ist Backen. Ja. Und jetzt? Jetzt liebst du mich noch mal mehr, oder? Oh mein Komm. Gott, Schatz. Du hast Liebe in einen Kuchen verpackt. Ja. Aber komm, das ist doch schon eine süße Idee, oder? Süße Idee, wirklich. Mhm. Ja? Mhm. Ja, aber beißt du jetzt auch in das Herz? Mhm. Nee, gell? Ich beiß ums Herz herum. Ja. Okay. Nicht so schön. Willst du mal probieren, Samira? Das ist die Liebe, die aus meinen Lenden entstanden ist. Warum? Heißt es nicht so? Nee? Woraus dann? Wir sind so stolz auf dich. Wir sind so stolz auf dich. Du bist die... Du bist halt entstanden. Aus der Liebe. Die uns zuteil wurde. Amen. Ja. Und wie schmeckt's, Samira? Auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Valentinstag. Ich auch. Und das Rezept gibt's natürlich wie immer auf backenmitglobus.de. Ja. Macht's gut. Tschüss. Samira, machst du so? Du musst ja immer so schön so machen und lachen. Nochmal? Komm, wir machen alle ein Herz. Okay. So. Jetzt halt machen wir unsere Hausaufgaben. Ich nehme Kuchen mit. Ich muss mir die Nase putzen.